Gehe jetzt auf linkvertise.net und verdiene kostenlos Geld mit Links. Dies ist sogar schon möglich für YouTuber mit 0 Abonnenten. Link ist in der Beschreibung. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal Electric Techie. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch eine funktionierende Ampel selber bauen könnt. Ach ja, und wenn ihr neu seid, dann abonniert doch kostenlos meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Los geht's nach dem Intro! Als erstes bauen wir das Äußere von der Ampel. Dafür benutzen wir so Rohre, wie ich im Video verwendet habe. Die kleben wir dann auf einen Stab. Nun kleben wir den Stab auf eine große Platte. Jetzt bauen wir die Elektronik. Für die Elektronik benötigen wir einen 9-Volt-Clip, 3 LEDs in den Farben Rot, Gelb und einen 1K-Widerstand, einen dicken Draht und noch einen etwas dünneren Draht. Den 9-Volt-Clip kleben wir als erstes auf die Platte. Dann löten wir den Widerstand an Plus von der Batterie. Dann löten wir ein weiteres Kabel an Minus von dem 9 Volt Clip. Dann verlegen wir das Kabel an dem Stab entlang und isolieren es an den Stellen ab, wo die LEDs später hinkommen. Dann nehmen wir uns die LEDs, kleben sie fest und löten das Kabel an Plus. Dann nehmen wir uns ein Kabel und löten es an Minus von der grünen LED. Dann nehmen wir uns einen Schalter und löten ihn an den Widerstand. Dann nehmen wir uns einen 8-poligen Schalter und löten daran an einen Pol das Kabel. Zwei andere Kabel löten wir auch an den Schalter und dann an den rechten Pol von dem 8-poligen Schalter und unten in die Mitte.
Jetzt müssen wir nur noch zwei andere Kabel an den Schalter löten, wie im Video gezeigt, und dann an die Pole von den zwei letzten LEDs. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und abonniert kostenlos meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen.